Nach diesem Video wirst du die besten Vorbereitungstipps für das deutsche Abitur 2019 haben. Willkommen zurück Abiturläden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ich hatte ja in meinen eigenen Abiturprüfungen 15 Punkte in Deutsch und das, obwohl ich in der 11. Klasse selbst nur 6 und 7 Punkte jeweils in den Klausuren geschrieben habe. Das bedeutet, ja, es ist möglich in Deutsch 15 Punkte zu schreiben, der Mythos ist aufgedeckt, weil das ja in vielen Schulen immer wieder herrscht, dass das nicht gehen würde. Doch, es ist möglich. Es gibt ganz einfache Verfahren oder Prinzipien und Mindsets, die man eben entwickeln muss, um das Ganze zu schaffen. Und genau diese 5 werde ich jetzt mit euch teilen. Erstens, bilde einen Materialrahmen. Dadurch, dass du in Deutsch weder eine konkrete, du hast schon eine konkrete Vorgabe, was du können musst, also welche Lektüren und so weiter, welche Strömungen, aber es ist eher seltener so wie in den anderen Lernfächern, wo du einfach sagst, ich lerne die Hefteinträge oder ich lerne das Buch oder sonst irgendwas. Sondern du hast eigentlich super viele Quellen, um auf die entsprechenden Themen zu kommen. Ja, also du kannst dir die Lektüre in verschiedenen Verfassungen durchlesen, du kannst Interpretationen durchlesen, du kannst alles Mögliche machen. Ja, das heißt, du hast eigentlich von, du könntest dir ganz wenig noch durchlesen und könntest dir unendlich viel durchlesen. Und da ist meine Empfehlung, deswegen ganz, ganz wichtig, bilde einen Materialrahmen, wo du dir am Anfang überlegst, okay, welche Sachen möchte ich mir alle durchlesen, womit ich dann auch glaube, dass ich ideal vorbereitet bin. Die Sachen schreibst du dir auf, wählst du dir aus, holst sie bei dir daheim zusammen, legst sie auf den Schreibtisch, wie auch immer. Hauptsache, dass du dann weißt, ich lerne genau das, weder weniger und auch nicht mehr. Zweitens, du kannst dich verbessern. Wie gesagt, das letzte Mal, als ich eine 1 geschrieben hatte vor meinem Abitur, war glaube ich in der 3. Klasse, als man Erlebniserzählungen geschrieben hat. Deswegen, dieser Mythos, dieses Irrgespinst, was immer in den deutschen Schulen herrscht, oh, man kann sich in Deutsch nicht verbessern. Das ist vollkommener Bullshit. Es ist vollkommener Bullshit. Das Wichtige ist einfach nur, dass du es ernst nimmst. Weil wenn du natürlich die ganze Zeit sagst, oh ja, für Deutsch kann man sowieso nicht lernen, guess what? Dann wirst du in Deutsch auch nicht besser werden. Aber doch, man kann für Deutsch lernen. Du kannst dir die Sachen anschauen, du kannst Übungsaufsätze abgeben und so weiter. Du kannst Dinge machen. Und das Allerwichtigste ist, das wird sich auch auszahlen. Drittens, Spezialisierung über Sicherheit. Viele denken, oh, wenn ich jetzt, weil man muss ja im Deutschabitur sich sozusagen aussuchen, welche Aufsatzart man schreiben möchte. Oh, was ist, wenn die eine Abituraufgabe, auf die ich mich vorbereitet habe, so schwer wird, dass ich sie nicht bearbeiten kann? Und was, wenn eine andere auch so schwer wird? Habe ich lieber mal 4 Sachen vorbereitet. Ja, und dann bereiten sie irgendwie 4 verschiedene Aufsatzarten vor und können alle nur so einigermaßen. Und dann, egal wie gut oder wie einfach die Aufgabenstellung wird, mit deinen eigenen Fähigkeiten wirst du sie trotzdem einfach nur, ja, nicht wirklich gut beantworten. Deswegen, meine ganz klare Empfehlung, spezialisiere dich richtig krass auf eine Aufsatzart und hab noch eine zweite Aufsatzart, die du auf jeden Fall auch sehr gut bearbeiten kannst, mehr so als Backup. Aber das reicht vollkommen. Denn wenn du in einer Aufsatzart richtig, richtig gut bist, dann kannst du nahezu jede Aufgabenstellung, auch wenn die objektiv gesehen ein bisschen schwieriger ist als die anderen, dadurch, dass du dich so gut auf diese eine Sache vorbereitet hast und alle Lektüren oder was auch immer kannst, ja, dann wirst du die auch sehr gut bearbeiten können. Und wenn das wirklich eine absolute Katastrophe wird oder eine absolute Katastrophenaufgabe ist, ey, dann nimmst du einfach dein Backup und dann klappt das auch wunderbar, okay? Viertens, handle die Zeit richtig. Deutsch ist genau das Fach, wo das mit diesem Zeitgefühl am allerschwierigsten ist. Ja, du hast nämlich ganz viele einzelne Schritte von, okay, ich muss erstmal auswählen, welches Thema ich will, dann mache ich eine Stoffsammlung, dann muss ich mir das Material erstmal zurechtlegen, dann schreibe ich eine Einleitung, Fazit, bla 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 bla. Ja, die ganzen einzelnen Schritte, ja, die du irgendwie gehen musst, denkst du, okay, verdammt, ich habe gar nicht richtiges Zeitgefühl. Ja, in der Klausur, da weißt du, okay, jetzt bin ich irgendwie bei der Hälfte der Aufgaben durch, dann soll ich auch bei der Hälfte der Zeit haben. Genau das hast du in Deutsch nicht. Und es ist so ärgerlich, weil es bei mir im Jahrgang einigen passiert, wenn dir dann im Deutschabitur die Zeit ausgeht. Ja, und dann gibst du was ab ohne Schluss, ohne abschließendes Argument, ohne Fazit. Das ist einfach, katastrophal. Deswegen, du weißt ja ganz genau, was deswegen auch unbedingt die Spezialisierung, du weißt ja ganz genau, welche Elemente deine spezielle Aufsatzart hat und du weißt, wie viel Zeit du dir hast. Deswegen, bitte schreib dir, bevor du ins Abitur gehst, schon einen Zeitplan. Das kannst du auch davor schon machen, dass du sagst, okay, ich gebe mir 20 Minuten Zeit, um mein Thema auszuwählen. Ich gebe mir eine Stunde Zeit, um Materialien zu sammeln und einen Schreibplan zu machen. Und dann 10 Minuten für die Einleitung. Dann schreibe ich, gebe mir 20 Minuten für Übergang, nehme ich mir, bla bla bla. Halt einfach so, ja, dass du einfach konkret dann auch in der Klausur schauen kannst, wie liege ich gerade in der Zeit und eben vermeidest, dass dir hinten raus die Zeit ausgeht. Fünftens, schau nicht die Filme. Und damit meine ich, schau nicht die Filme der Lektüren. Das ist natürlich super verlockend, weil man denkt, boah, bevor ich mir jetzt nochmal da 4-6 Stunden lang das durchlese, schaue ich mir lieber 1,5 Stunden entspannt mit ein bisschen Popcorn den Film an. Ja,
Stimmt. Das Problem ist aber, gerade wenn du auf die 15 Punkte raus willst, dann ist es manchmal problematisch, weil einfach Film und Buch nicht so gleich sind. Und wenn du dann die Aufgabe genau zu einer Szene kommt, wo es einfach im Film anders dargestellt ist als im Buch, dann ist es einfach nicht so gut, ja. Deswegen mach das nicht, wenn du auf die richtig hohen Punktebereiche kommen möchtest, für die Faulen unter euch, die sagen, ey, Leo, ohne Scheiß, Mann, bevor ich gar nichts weiß, schaue ich lieber den Film. Natürlich, macht lieber das, aber für diejenigen, die es wirklich wissen wollen, bleibt beim Buch, fokussiert euch nur aufs Buch, macht euch davon eine Zusammenfassung und dann habt ihr nämlich auch alle richtigen Informationen in eurem Kopf. Wenn du dich maximal auf dein Abitur vorbereiten möchtest und da das Maximum rausholen möchtest, dann haben wir da unser Traumabitur-Coaching-Programm für dich, wo wir Oberstufenschüler mit ohne Stress, ohne Druck, ohne Angst zu ihrem Traumabitur helfen. Wenn du daran teilnehmen möchtest, trag dich einfach unter diesem Video im allerersten Link in der YouTube-Beschreibung ein mit deinen Daten, Telefonnummer und so weiter. Dann werden wir dich mal anrufen, schauen, wie wir zusammenarbeiten können, ob du in das Ganze reinpasst. Und wenn ja, hast du sogar die Möglichkeit, mich als deinen persönlichen Coach zu bekommen. Deswegen einfach eintragen und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. What the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream.